Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Wissenschaft trifft Praxis. Unser Thema ist die digitale Bildung, ein sehr aktuelles Thema, gerade in den letzten Monaten, wo wir in wenigen Monaten mehrere Jahre digitale Transformation erlebt haben in allen Lernzielgruppen, die halt mit der Digitalisierung beschäftigt sind. Das hat niemand mehr ausgenommen. Wir haben aber unseren Fokus hier heute wiederum auf die betriebliche Bildung. Das heißt, die digitale Transformation der betrieblichen Bildung. Wo stehen wir da eigentlich heute? Wo geht die Reise hin? Und was müssen wir berücksichtigen zwischen Theorie und Praxis? Was ist eigentlich ein lernförderlicher Arbeitsprozess? Wie funktioniert Lernen im Arbeitsprozess? Was sind die Interessen der Stakeholder, der betrieblichen Stakeholder, wie Betriebsrat, wie die IT, wie der direkte Vorgesetzte? Welchen Stellenwert hat informelles Lernen in diesem Gedankengebäude? Und wie weit funktioniert Kompetenzentwicklung mit digitalen Mitteln überhaupt im Betrieb? Machen wir uns da was vor und wir unterliegen einer Verstehensillusion oder sind wir da auf den richtigen Weg? Und was hat der Lerner, das heißt bei der betrieblichen Bildung, es ist immer ein Beschäftigter, was hat er eigentlich davon? Diese Fragen, die haben wir jetzt mal gesammelt und wollen sie halt jemand stellen, der sich da halt sehr gut auskennt. Und zwar unser heutiger Weg, der führt nach Hagen in Westfalen. Und unser Ansprechpartner ist der Prorektor der Fernuniversität Hagen, also in Forschung und Lehre mit der digitalen Transformation der Bildung halt beschäftigt. Und er ist Berufspädagoge aus dem Gedankengebäude des großen Bildungswissenschaftlers Professor Peter Dehnborstel. Ja, mal schauen, ob ich meinen Gesprächspartner jetzt erreichen kann. Hallo Uwe, kann ich dich erreichen? Wo steckst du gerade? Ja, hallo Frank. Ich sage auch hallo. Ja, ich bin gerade, wie wahrscheinlich viele derzeit, im Homeoffice in Hamburg. Bin aber letztlich auch schon so in diesem Wechselmodus. Also nächste Woche bin ich dann auch wieder in Hagen. Ja, ihr hört es schon raus, wir duzen uns. Also unser heutiger Gesprächspartner ist Professor Uwe Elsholz. Uwe, ich sehe da in deinem Regal da hinten, da stehen auch noch die Grundlagenwerke von Professor Dehnborstel, wenn ich das richtig sehe. Da steht vieles, was sozusagen die berufspädagogische Literatur so hergibt. Und dazu gehören natürlich auch die Werke von Peter Dehnborstel, bei dem ich vor 15 Jahren etwa promoviert habe. Ja, Peter haben wir ja auch in unserem E-Learning Summit 2020 mit dabei. Er begleitet ja auch die Community of Praxis, betriebliche Bildung als fachlich-wissenschaftliche Begleitung. Heute sind wir ja bei der Fernuniversität Hagen, auch wenn du jetzt ja da heute gerade in Hamburg sitzt, da gibt es sicher halt in der Kürze wieder einen Zug, der dich dann halt nach Hagen bringt. Was zeichnet eigentlich heute die Fernuniversität Hagen aus? Wie viele Studenten habt ihr? Was kann man über die Fernuniversität Hagen heute sagen? Naja, die Fernuniversität ist ja zum einen, derzeit wird sie viel in den Medien tituliert, aber oft nur, weil andere Unis sagen, sie werden nicht Fernuniversität, weil ja viele oder eigentlich alle Hochschulen Deutschlands jetzt kurzfristig auf Online-Lehre umgestellt haben. Das ist aber auch so ein bisschen eine Fehlinterpretation dessen, was die Fernuniversität eigentlich ausmacht. Denn der Auftrag der Fernuni, und das ist es, was wir eben seit letztlich 1974, also da war ich noch nicht dabei, seitdem eigentlich tun, ist, wir ermöglichen Menschen ein Studium, die nicht an eine Präsenzhochschule gehen können, aus unterschiedlichsten Gründen, also die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Und 80% unserer Studierenden sind eben berufstätig. Das, was für mich als Berufspädagoge natürlich eine besonders spannende Klientel auch ist als Studierende. Und die Besonderheit ist aber, dass wir unseren, ich weiß nicht, ob ich die Zahl schon gesagt habe, aber von der Zahl sind wir eben die größte Uni Deutschlands mit ungefähr 76.000 Studierenden. Und wir ermöglichen diesen Studierenden eben das Studium vor allen Dingen auch asynchron.
Also diese Möglichkeit, eben sich nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einzufinden. Das ist eigentlich die oder einfinden zu müssen. Das ist die Besonderheit der Fernuni damals und auch noch heute. Und das zeigt so ein bisschen auch schon die Richtung, in der ich auch unterwegs bin, nämlich es geht darum, Lernen zu ermöglichen und wie kann ich das ermöglichen. Und früher war das eben etwas, was ausschließlich oder fast ausschließlich über diese berühmt-berüchtigten Studienbriefe funktioniert hat. Und auch heute gibt es diese Studienbriefe noch. Sie sind aber nur ein Bestandteil der Lehre und nicht mehr das Alleinige. Ja, vielleicht so viel in Kürze zur Fernuni. Ja, vielleicht zoomen wir erstmal noch ein klein wenig näher ran. Du bist Prorektor der Fernuniversität Hagen. Das heißt in Frankdeutsch, man hat nur noch einen Vorgesetzten, glaube ich, wenn ich das da in der Hierarchie richtig sehe. Womit beschäftigst du dich persönlich in der Lehre und in der Forschung? Ja, das hattest du eben auch schon erwähnt, aus diesem Feld der Berufs- und Betriebspädagogik. Und das ist eigentlich ein Thema, mit dem ich mich eben letztlich schon 20 Jahre etwa beschäftige. Immer aber eigentlich vor allen Dingen unter so einer Perspektive der Kompetenzentwicklung der Lernenden. Und ich bin jetzt gar nicht die Digitalisierungsapostel, die sagt, man muss alle möglichen digitalen Medien nutzen. Ich sehe aber, dass digitale Medien immer größere Möglichkeiten bieten, Kompetenzentwicklung auch zu unterstützen. Und das ist auch der Grund, weswegen diese digitalen Medien in meiner Forschung eine immer größere Aufmerksamkeit eigentlich erhalten haben in den letzten 10 Jahren etwa. Und ein zweiter Aspekt, der vielleicht auch im weiteren Gespräch deutlich wird, ist der, dass ich also zum einen von Haus aus eben nicht nur Pädagoge, sondern auch Sozialwissenschaftler und Soziologe bin und deswegen immer auch so ein bisschen so einen weiteren Blick habe. Und über diese Tätigkeit auch als Prorektor an der Fernuni natürlich auch die Hochschule und so einen Hochschulkontext ganz stark im Blick habe. Und ich denke einerseits, dass Hochschulen ganz viel eigentlich von betrieblicher Bildung lernen könnten, aber auch umgedreht, und das ist das, was ich hier jetzt eher versuche nochmal stark zu machen, dass es auch umgedreht eben Aspekte aus der hochschulischen Bildung gibt, wo die betriebliche Bildung eigentlich von den Fragen und den Perspektiven, die es dort gibt, profitieren kann. Ja, wenn wir halt aus der berufspolitischen Ordnungsarbeit schauen, ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, dann haben wir ja ganz unterschiedliche Zielgruppen. Die Zielgruppe Schule, Zielgruppe Hochschule, Zielgruppe Ausbildung, Zielgruppe Weiterbildung. So, wir haben jetzt hier mit dir natürlich einen Experten, der ja sich mit der gleichen Zielgruppe beschäftigt, wie auch die betriebliche Bildung, nämlich mit dem Beschäftigten. Das heißt, in der betrieblichen Bildung ist es der Lerner, ist immer ein Beschäftigter, und wenn es um Händlerschulung geht, dann ist es halt ein Beschäftigter aus einem anderen Unternehmen. Auch bei euch in der Fernuniversität sind es ja halt überwiegend Berufstätige, die ja hier bei euch ein Studium machen. Unterscheiden sich dann die Lernszenarien und die Bedarfe, was ich halt anbiete zur Weiterbildung, unterscheiden die sich prinzipiell von der betrieblichen Bildung? Sie unterscheiden sich insofern, als dass wir letztlich eine Institution und ein Bildungsanbieter sind, der eben akademisches Lernen anbietet. Und die deutsche Bildungstradition, und da hat die Fernuni ja nur eine Rolle, ist eben so, dass die Lernorte Hochschule und Betrieb ja traditionell sehr, sehr stark getrennt sind. Und das, was man sich eigentlich als Lernender wünschen würde, nämlich eine Verbindung der Lernorte, das ist letztlich noch Zukunftsmusik. Das hat auch ganz viel mit verschiedensten Formen der Regulierung zu tun. Das Einzige, was sich bei uns letztlich unterscheidet, ist, dass die Lernenden, obwohl sie eben Soziologie, Jura oder Wirtschaftswissenschaften studieren,
dass die das individuell sehr stark eben auch als eine Weiterbildung begreifen. So, und sie eher vor einer anderen Herausforderung stehen als sage ich mal, junge Studierende. Und das vielleicht als Unterscheidung, wenn ich Lernender im Unternehmen bin oder Lernender an der Hochschule, dann, und das merke ich eben in der Lehre ganz stark, ist es die Herausforderung, sich eben für die Hochschullehre gerade auch distanzieren zu können von der eigenen Arbeit. Wir werden gleich auch noch über das Lernen im Prozess der Arbeit reden, das ich ja auch sehr befürworte. Aber das hochschulische Lernen lebt genau davon eben auch zu abstrahieren und sich zu distanzieren. Letztlich braucht man beide Fähigkeiten. Die Hochschule nimmt aber auch nur, die bildet auch nur einen Teil eigentlich dessen ab. Vielleicht kann sie auch gar nicht mehr, aber jedenfalls diese Übersetzung, das bleibt letztlich, und das ist aber dann auch dem Bildungssystem geschuldet, das bleibt dem Lernenden überlassen. Ja, meine ersten 24 Fragen hast du erschöpfend beantwortet. Vielen Dank erstmal an der Stelle, Uwe. Du hast ja angesprochen, Lernen im Prozess der Arbeit. Bevor wir da näher ranzoomen, lass uns die Zuschauer noch etwas konkreter mitnehmen. Wer sind unsere Zuschauer? Professor Dehnborstel als Bildungswissenschaftler wird jetzt sagen, das ist die weiterbildende Fachkraft. Das sind die Akteure im operativen Geschäft aus den Personalabteilungen, aus den Weiterbildungsabteilungen, aus den Fachabteilungen, die Lernprozesse organisieren. Und in den Unternehmen, desto größer, desto mehr herrscht eigentlich das Bewusstsein mittlerweile vor. Unser Job ist Kompetenzentwicklung. Kompetenzentwicklung arbeitsplatznah gestalten. Wenn wir da in das Gedankengebäude des Bildungswissenschaftlers Dehnborstel reinschauen, dann ist da dieser zentrale Begriff des lernförderlichen Arbeitsplatz. Ist das aus der Zeit gefallen oder ist das heute immer noch gültig? Naja, letztlich sind diese Forschungen zur lernförderlichen Arbeit, die stammen schon aus den 80ern und die Wurzeln sind in den 70ern, ein Programm der Humanisierung des Arbeitslebens. Die dort gefundenen Kriterien, die hat Peter Dehnborstel dann noch einmal berufspädagogisch interpretiert, die sind letztlich bis heute weiter gültig. Was jetzt aber die Herausforderung ist, das eben nochmal neu zu interpretieren in Zeiten der Digitalisierung. Also manche der Begrifflichkeiten wirken eben etwas antiquiert, aber die Inhalte, die dort festgestellt wurden, die sind letztlich weiter hochaktuell. Als weiterbildende Fachkraft, wie Peter so schön sagte, habe ich in der Regel keinen Karrierezugang, keinen vorgezeichneten Karriereweg. Und das ist ein sehr beschleunigter Prozess durch die Digitalisierung noch zusätzlich. Kannst du den Kollegen in den Unternehmen und Organisationen ein Angebot machen, was unter einem lernförderlichen Arbeitsplatz zu verstehen ist? Naja, einige der sozusagen klassischen Kriterien, die es dafür gibt, sind ja vor allen Dingen Aspekte des Handlungsspielraums, den ich habe und der vollständigen Handlung. Also das sind so die beiden, na fast die wichtigsten. Es geht dann auch um Fragen der sozialen Einbindung. Aber wenn ich mir allein diese beiden Aspekte angucke, des Handlungsspielraums und der Vollständigkeit einer Handlung, dann kann ich das natürlich heutzutage auch mir anschauen, wie viel Handlungsspielraum haben die Beschäftigten. Und auch, das ist ja eine Perspektive, auf die ich auch stärker gucke, wie verändern sich diese Handlungsspielräume durch Prozesse der Digitalisierung, und zwar der Digitalisierung der Arbeit. Denn es geht ja nicht nur um die Digitalisierung von Bildung, sondern die ganzen Arbeitsprozesse, die ganze Arbeitswelt digitalisiert sich ja. Und wie sich das eben letztlich auswirkt auf diese Handlungsspielräume, das finde ich ist eine ganz wichtige Frage. Ja, du hast das Stichwort selber schon genannt, Digitalisierung der Arbeit. Vielleicht schauen wir nochmal auf dieses Big Picture. Was siehst du in diesem Big Picture? In welcher Beschleunigung, in welcher Konsequenz findet diese Digitalisierung der Arbeit statt? Also was wir feststellen, also ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf ein
Projekt, wo wir eben fünf Klein- und Mittelbetriebe, so zwischen 100 und 300 Beschäftigten, begleiten in Prozessen der Digitalisierung. Da ist es zum einen so, dass wir merken, Digitalisierung ist eben kein Prozess, der auf Knopfdruck stattfindet, sondern das ist eher ein inkrementeller Prozess mit ganz vielen kleineren Digitalisierungsvorhaben und Digitalisierungsprojekten. Also das ist das eine. Es ist nicht so, gestern war nicht digitalisiert und morgen ist es digitalisiert, sondern dass das eher ein Prozess ist und gar nicht so, also zumindest auf der Ebene der Unternehmen findet das nicht disruptiv statt. Es gibt ja so viele Diskussionen über Disruptionen. Das ist zumindest auf einer Ebene eines Einzelbetriebes, stellt sich das etwas anders dar. Das ist vielleicht das eine, wo ich, sage ich mal, das Konkrete mit so abstrakten Sachen in Verbindung bringen kann. Das andere ist, es gibt in dieser ganzen Diskussion über Digitalisierung ja beginnend mit der berühmten Studie von Frey und Osborne von 2013, so Horrorszenarien über Arbeitsplatzverluste. Es gibt dann ja auch etwas differenziertere Berechnungen, auch aus dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Kolleginnen Dengler und Mattes. Was wir auch da, das hat keinen Anspruch auf Verallgemeinerung, aber was wir auf der konkreten Ebene feststellen, ist, dass beides gleichzeitig stattfindet. Also, dass es sowohl zu einer teilweise Dequalifizierung kommt, indem Handlungsspielräume sich vermindern durch Prozesse der Digitalisierung, dass es aber zum Teil gleichzeitig zu einer Erhöhung der Handlungsspielräume kommt. Das sind dann vielleicht andere. Was ich damit sagen will, ist, dass auf einer Mikroebene helfen solche volkswirtschaftlichen Betrachtungen dann doch nur begrenzt. Das heißt, ich muss mir schon jeweils auch die einzelnen Prozesse anschauen, um eine Einschätzung darüber gewinnen zu können. Was heißt das für das Thema Qualifizierungsanforderungen, Dequalifizierung oder Höherqualifizierung oder auch Polarisierung, was so die gängigen Szenarien sind. In deinen wissenschaftlichen Werken stellst du besonders diesen Begriff der Transferkompetenz in den Vordergrund. Was meinst du damit? Na, Transferkompetenz, das ist jetzt eher etwas, wo wir in diesem Projekt, was ich gerade schon angesprochen habe, mit dem Namen KILPAD, also KILPAD.de, was wir zusammen mit Kollegen der Uni Witten-Herdecke durchführen. Da sind wir eben auf etwas gestoßen, wo wir glauben, da ist ganz noch mehr Potenzial und da wird noch nicht so viel zu geforscht und das ist noch nicht so im Blick. Und zwar sind das diese Prozesse der Digitalisierung. Und umgedreht die Prozesse, also was macht der Beschäftigte mit den Daten, nachdem etwas digitalisiert ist? Also das heißt, was wir feststellen ist, es bedarf, bevor ich etwas versuche zu digitalisieren, muss ich einerseits mit den richtigen Leuten sprechen und ich muss den Leuten auch die Kompetenz oder es ermöglichen, in einer bestimmten Sprache zu sprechen, damit es auch digitalisierbar ist. Also die Beschäftigten müssen das, was sie tun, zunächst quasi dekontextualisieren, also aus dem Einzelfall herausnehmen, damit es digitalisierbar ist. Das ist so ein Prozess, der aus meiner Sicht noch nicht so stark im Blick ist. Und das ist deswegen auch entscheidend, was ich vorher sagte, Digitalisierung ist kein einmaliger Prozess. Also wenn man aus solchen Prozessen etwas lernen kann, dann kann man das für weitere Prozesse der Digitalisierung auch nutzen. Da ist sozusagen das Interesse des Unternehmens daran, auch diese Prozesse der Dekontextualisierung in den Blick zu nehmen. Und das andere, was der Beschäftigte dann eben immer noch machen muss, darauf weisen auch Industriesoziologen bereits hin, sind Prozesse der letztlich Rekontextualisierung. Also das heißt, wenn Prozesse digitalisiert sind, dann habe ich irgendwelche Daten vorliegen, aber die Daten arbeiten trotzdem nicht alleine. Das heißt, ich muss schon eine Interpretation der Daten
vornehmen. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass dann erfahrene Beschäftigte auch sehen, wenn jetzt das Programm anzeigt, da ist etwas auf schon im roten Bereich, die aber ganz genau wissen, naja, da kann ich trotzdem irgendwie noch 3 Tage warten, bevor ich irgendwie agieren muss. Also die dann die Daten, die sie sehen, nicht einfach blind umsetzen, sondern über durchaus eine andere Art von Erfahrungswissen Daten auch interpretieren und eben wieder in den Arbeitskontext ja letztlich rekontextualisieren. Und diese beiden Aspekte, vielleicht das zum Schluss, diese beiden Aspekte der Re- und Dekontextualisierung, die habe ich mit dem Begriff Transferkompetenzen versucht zu kennzeichnen, die eben letztlich Kompetenzen sind, die aus meiner Sicht stärker in den Blick geraten sollten. Nicht nur der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern letztlich auch des betrieblichen Bildungspersonals. Ja, lass uns da noch ein bisschen näher rangehen an dieses Bild, was du gerade beschreibst. Aus der Sicht des Bildungspersonal, wie du es nennst, oder der weiterbildenden Fachkraft, wie Professor Dehnborstel es nennen würde, oder des E-Learning Professionals, wie er in der Community manchmal genannt wird, ist die Situation ja wie folgt. Er gilt als der E-Learning-Experte im Betrieb. Es kommt jemand auf ihn zu, in der Regel halt ein Vorgesetzter, und der sagt, mach mal. Diese Person, die sitzt halt in der Personalabteilung, in der Weiterbildungsabteilung. In 20% der Unternehmen über 10.000 Mitarbeiter gibt es bereits einen E-Learning-Beauftragten. So, und du sagst uns ja gerade, wir sollen mit den richtigen Leuten sprechen. Wer sind diese richtigen Leute? Naja, zum einen sind das natürlich die Beschäftigten selbst, mit denen es zu sprechen gilt. Und ich sag mal, die klassischen E-Learning-Beauftragten, die beispielsweise technisch unterstützen, die braucht es natürlich auch. Aber die Rolle betrieblichen Bildungspersonals darf sich eben letztlich nicht darin erschöpfen, sich auf technologische Fragen zurückzuziehen, sondern wenn das stimmt, und das ist ja auch nicht zuletzt von Dehnborstel, aber auch von mir schon seit längerer Zeit beschrieben, also dieser Trend zum Lernen im Prozess der Arbeit und die veränderte Rolle betrieblichen Bildungspersonals oder der weiterbildenden Fachkraft, das wurde ja auch schon beschrieben vor 10, 15 Jahren. Und da ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung, aber auch die Chance, durch neue digitale Medien da stärker sich diesen Prozessen zu widmen und dem das mehr anzugucken. Also nicht von irgendwelchen Tools oder neuen Moden her zu denken, sondern betriebliches Lernen auch von der Arbeit her zu denken. Ja, Lernprozesse der Arbeit scheint mir ja so aktuell zu sein wie nie zuvor. Ich begleite ja auch seit 15 Jahren jetzt medial, praktisch im Maschinenraum der betrieblichen Bildung, die Unternehmen, die E-Learning einsetzen. Zu 50% nach unseren E-Learning-Benchmarking-Studien, an der sich ja großen Unternehmen beteiligen und 60 Fragen beantworten, die wir dann halt journalistisch halt deuten, gibt es zu 50% gar keine Betriebsvereinbarung zu dem Thema digitale Transformation der betrieblichen Bildung. Und das ist jetzt nur in den großen Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter gemessen. Und in 3/4 der Unternehmen gibt es auch keine verschriftlichten Trainingspläne. Es ist der Akteur, der halt ja aus deiner Sicht für das Lernen im Prozess der Arbeit Lernszenarien entwirft oder unterstützende Maßnahmen für informelles Lernen halt organisiert, der ist umzingelt von Stakeholdern, und da gibt es in der Regel gar keinen Gesprächsleitfaden oder Handlungsleitfaden, wie gehe ich damit um. Schauen wir doch einmal näher dran. Du sagst halt aus dem Interesse des Beschäftigten denken, und dann haben wir halt den Interessenvertreter Betriebsrat.
Und das weiß ich zu Genüge, dass gut gemeint ist, noch lange nicht gut gemacht. Wenn E-Learning-Projekte vorbereitet werden, dann werden sie nicht selten beim Betriebsrat wieder einkassiert. Was kannst du denn uns mitgeben? Was sind denn die Interessen des Beschäftigten, die wir berücksichtigen sollten bei der Konzeption von Lernszenarien? Also zum einen ist es ja so, dass wenn E-Learning traditionell geregelt wurde, dann war das häufig auch eher klassisches E-Learning. Und mir sind zumindest auch keine Betriebsvereinbarungen bekannt, die diese andere Art des Lernens auch schon in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend regeln. Ich würde zwei Aspekte ansprechen wollen. Also zum einen sind natürlich die, ich sag mal, klassischen Perspektiven und Punkte eines Betriebsrats Richtung Datenschutz, Datensouveränität und Schutz vor Überwachung natürlich weiterhin wichtig. Da sollten Betriebsräte auch weiter drauf bestehen. Mein Plädoyer wäre aber beim Lernen im Prozess der Arbeit, wir sehen, wie schnell sich auch Tools und Programme und ne, was ist der letzte Schrei, das ändert sich in einer dermaßigen Geschwindigkeit, dass das kaum über eine einzelne Betriebsvereinbarung zu regeln ist, dass es eher darum gehen sollte, solche Prozesse der Einführung zu regeln und nicht so sehr die Fakten sozusagen oder bestimmte Programme zu regeln. Also das wäre eher so ein zweiter Punkt, dass es eher darum geht, wie werden Beschäftigte beispielsweise einbezogen wenn man da neue Sachen einführen will. Also dass man eher solche Prozesse, auch Beteiligungsprozesse regelt und weniger ein einzelnes Tool, sei es Zoom oder sei es sonst was, was jetzt gerade aktuell ist, zum Gegenstand so einer Regelung macht. Weil da würde ich eher befürchten, bis man sich geeinigt hat, weiß keiner mehr, wie das Tool heißt, sozusagen, über das man gesprochen hat. Ja, dafür ist es sehr schnelllebig. Das Lernen im Prozess der Arbeit wird heute in der betrieblichen Bildung in diesen Sprachraum verhandelt. Informelles Lernen, Kompetenzentwicklung mit digitalen Medien. Wie zuversichtlich bist du eigentlich als Berufspädagoge, dass wir eine positive Wirkungsprognose bei der Kompetenzentwicklung mit digitalen Medien betreiben können? Naja, erstmal muss ich sagen, finde ich das extrem positiv, dass es diese Aufmerksamkeit jetzt gibt. Also eine Forschung zum Thema, wie Lernen im Prozess der Arbeit, wie wichtig das ist, da gibt es schon ganz viele, ganz lange irgendwelche Studien. Aber jetzt ist das eben in den Unternehmen auch angekommen. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv, dass da eine Aufmerksamkeit ist und das nicht nur eine Restkategorie des Lernens ist. So, das dreht, und das ist eigentlich so ein bisschen auch meine Perspektive schon seit Jahrzehnten, könnte man fast sagen, das dreht die Perspektive um. Das heißt, es sollte immer zuerst um diese Art des Lernens gehen und erst in zweiter Linie um stärker formalisierte Arten des Lernens. Das finde ich sehr, sehr positiv. Und dann, und da kommen die digitalen Medien ins Spiel, es gibt heute viel mehr Chancen, auch über digitale Medien zu lernen und auch kollaborativ zu lernen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Das heißt, im Grunde genommen bin ich da sehr positiv gestimmt und habe da viele, ja, Hoffnungen ist nicht das richtige Wort, aber bin ganz, ganz optimistisch. Es gibt immer auch ein paar Abers, aber wir haben eigentlich eine gute Voraussetzung, weil das Mindset in den Unternehmen grundsätzlich angemessen ist. Und ich denke auch, die Beschäftigten im Grunde merken, wie wichtig das ist. Und auch nicht mehr diese Haltung vorherrscht,
Das war ja so eine frühere gewerkschaftliche Meinung, der ich auch nie anhing, obwohl ich da durchaus Verbindungen zu habe. Aber früher hieß es ja, Weiterbildung ist Aufgabe des Arbeitgebers und der hat allein dafür zu sorgen und hat mich dafür mit Zeit und Kosten und alles freizustellen. Das ist doch eine sehr bequeme Haltung eines Beschäftigten. Und ich denke, dass das sehr gut ist, dass sich da auch ein Wandel vollzogen hat. Ohne dass es eben dazu kommen darf, dass so eine Mentalität des jeder ist seines Glückes Schmied vorherrscht. Weil sonst bräuchte man ja auch nicht die betrieblichen Bildungsmenschen dort. Also es bleibt weiter eine Verantwortung des Unternehmens, Bildung und Lernen in der Arbeit auch zu ermöglichen. Aber eben keine alleinige Verantwortung, sondern immer eine geteilte Verantwortung. Ja, zahme Vögel singen, wilde Vögel fliegen, die fortgeschrittenen Weiterbildungsfachkräfte, die sprechen heute in den Unternehmen halt vom agilen Lernen, die sprechen halt von selbstverantwortlichen Lernen. Wie weit entpflichtet das den Arbeitgeber denn immer mehr halt auch die Validierung von erworbenen Kompetenzen, von informell erworbenen Kompetenzen halt auch sicherzustellen, dass der Beschäftigte diese Kompetenzen in seiner Erwerbsbiografie auch mit sich tragen kann? Naja, gar nicht, wäre meine Antwort, sondern ganz im Gegenteil. Also je mehr informell gelernt wird, desto mehr drängt sich die Notwendigkeit auf, und es wird auch immer mehr das Interesse der Beschäftigten, diese Kompetenzen auch zu validieren. Das fängt damit an, sich selber dessen bewusst zu werden, was man denn eigentlich gelernt hat. Schon das ist ja oft so, dass da nehme ich mich gar nicht aus, wenn ich da nicht drüber nachdenke und mir die Zeit dafür nehme, dann wird mir selber gar nicht gewahr, was ich gelernt habe in bestimmten Prozessen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist dann eben, das auch in einer Form mindestens zu dokumentieren, dass der Beschäftigte für seine weitere berufliche Entwicklung damit was anfangen kann und das entweder unternehmensintern oder eben auch auf dem Arbeitsmarkt anderen gegenüber darstellen kann. Das ist schon etwas, wo sich betrieblich sicherlich auch es noch anbietet, Lösungen zu finden, die nicht nur darauf hinauslaufen, so ein Kompetenzmanagement zu betreiben, wie das vor einigen Jahren stark versucht wurde, was eine einseitige Kompetenzmanagement-Perspektive aus Sicht des Unternehmens hatte. Weil ich glaube, das funktioniert dann auch nicht, weil wenn die Beschäftigten das merken, dann werden sie anders agieren, als wenn sie merken, ich habe auch was davon, wenn meine informell erworbenen Kompetenzen in einer Art festgestellt und validiert werden. Ja, lass uns noch ein Feld in den Blick nehmen. Wir haben ja ein 30-Minuten-Format, was wir jetzt auch schon sehr gut genutzt haben. Eines der großen Herausforderungen für diese Akteure im operativen Geschäft ist zur Motivation beizutragen, dass der Lerner, der ja immer ein Beschäftigter ist, halt gut motiviert ist. Wenn ich mir halt so manche E-Learnings angucke, dann haben sie eigentlich eher so den Charme eines Wohngeldantrages, wo ich mit Multiple Choice halt etwas ausfüllen sollte und dahinter steckt halt eine Pflichtzertifizierung für Compliance. Auf der anderen Seite sind jede Menge Akteure unterwegs und Anbieter, die halt die Braut hübsch machen wollen, indem Gamification eingesetzt wird. Was aus deiner Sicht eine wichtige Stellschraube für die Motivation, für die Akzeptanz, um den Lerner, also den Beschäftigten hier so weit wie möglich entgegenkommen zu können bei der Kompetenzentwicklung aus seiner Sicht und aus der Sicht der betrieblichen Belange? Also ich denke, dass so, du hast das Stichwort Gamification genannt, solche Ansätze oder die Arbeit mit Badges oder ähnliche motivationsförderliche Aspekte, die können vielleicht kurztaktig, wenn es um eine Arbeitsschutzschulung geht,
die mit geringer Lust nur vollbracht wird, da können die einen Sinn haben, aber ich halte das für einen sehr begrenzten Fokus, wo das einen Sinn macht. Für mich würde es eher, und das ist aber eine theoretisch begründete Perspektive, für mich kommt es eher darauf an, dass dieses Lernen eben in Verbindung gebracht wird mit der Erfahrung, nämlich der Erfahrung aus der Berufstätigkeit und auch mit konkreten Handlungen. Also, dass es kein kognitiv verkürztes Wissen ist, was in dem Lernen in irgendeiner Art und Weise antrainiert wird für irgendeinen Test, den ich vielleicht bestehe, aber 10 Minuten später gar nicht mehr weiß, was ich angekreuzt habe. Also das wären für mich eher Qualitätskriterien, eine Verbindung zur Erfahrung, zur Handlung, idealerweise verbunden dann auch noch mit der Kollaboration mit anderen. Also sehr viel stärker und sehr viel langfristiger als solche kurztaktigen Motivations- oder Belohnungsmechanismen. Ja, letzte Frage, nochmal mit der Bitte, klare Kante zu zeigen. Wir sehen in den Unternehmen, dass sich zwei Lager so bilden als Cluster in der betrieblichen Bildung. Die einen, die sagen, der Einfluss auf die Lernkultur, auf die Unternehmenskultur, die muss button-up erfolgen, und die anderen sagen, ohne die obere Führung läuft überhaupt gar nichts, das muss top-down laufen. Was ist deine Position dazu? Klare Kante ist da schwierig, weil ich denke, es hat beides seine Berechtigung. Also bottom-up funktioniert nicht, wenn die Leitung etwas anderes vorlebt und andere Parolen rausgibt. Und umgedreht nützen die besten Leitbilder nichts, wenn sie nicht gelebt werden, und zwar auch unten, also auch in der mittleren und unteren Führungsebene. Deswegen klare Kante wäre für mich eher, man muss leben, was man sagt, so, und nicht bottom-up oder top-down. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Uwe. Wir sehen uns in einen oder anderen Roundtable dann künftig halt wieder. Alles Liebe nach Hamburg. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Sie haben es möglicherweise auch gesehen. Viele Aspekte spielen rein in der Gestaltung von Lernszenarien, um Lernen im Prozess der Arbeit möglich zu machen. Die Herausforderungen, die Gültigkeit der Thesen der Bildungswissenschaftler sind aktuell, wie sie vor 20 Jahren schon gewesen sind. Und Sie haben das Schlusswort, was uns Professor Uwe Elsholz mit auf den Weg gibt. Das zu leben, was wir sagen, wäre wohl der richtige nächste Schritt. Würde mich freuen, wenn wir uns bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Wissenschaft trifft Praxis im Rahmen der E-Learning 2020 wiedersehen. Wer auf den Social Medias ein bisschen rumstöbern möchte, was sich tut an User-Generated Content, der Hashtag ist E-Learning Friday 10 a.m. Da jeden Freitag um 10 Uhr ein Podcast, eine Live-Veranstaltung stattfindet bis in den Herbst hinein, bis dann die E-Learning Summit Tour losgeht in 5 europäischen Ländern, ein Erfahrungsaustausch bietet für die Kollegen der betrieblichen Bildung. Ja, wer keine Ausgabe mehr verfassen möchte oder uns eine kleine Ermunterung mit auf den Weg geben möchte, irgendwo hier müsste halt der Like-Button sein oder halt auch der Abonnieren-Button. Bis zur nächsten Folge. Ihr Frank Siegmann. Ciao.